Herzlich willkommen, es ist soweit, die erste Sendung von Giga Games, die erste Sendung von Gamern für Gamern, täglich von 20 bis 22 Uhr. Vor 2 Jahren hat hier die erste Giga-Sendung gestartet, genau in diesem Studio. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen umgebaut, wir haben lange dafür gebraucht und einer der größten Bestandteile, warum das Ding jetzt hier New Media Arena heißt, ist der Teufelskreis. Kinder! Bing! Etienne! Carsten, Michael! Nein, Roman! Und Jörg! Ah, ich finde, wir sollten das noch ein bisschen genießen. Ja. Die schöne Musik. Zur Ruhe kommen. Karl Orff. Wir sind endlich on air. Wir haben es geschafft. Und wir haben uns alle tierisch gefreut auf diesen Augenblick. Ich bin im Bereich PC Games. Hier sitzt Hannes und Etienne. Jungs, wie sieht's aus? Geht die Pumpe? Ja, die Pumpe geht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich war die ganze Zeit total cool, aber jetzt muss ich echt sagen, nein. Und übrigens, so. Das war Carmina Burana von Karl Orff und nicht von Karl Arsch, wie Hannes vorhin gedacht hat. Wie bitte? Karl Orff. Karl Orff, schon klar. Ja. Und Hannes, wie sieht's bei dir aus? Status? Ey du, ich bin so nervös, ich gebe gleich den Löffel ab. Das war wieder einer der berühmten, ihr werdet euch daran gewöhnen, das war wieder einer der berühmten Hannes-Jokes. Hannes, kommen wir doch kurz zu deinem heutigen Thema. Du wirst kräftig ballern heute. Ja. Das ist richtig, oder? Genau. Ja. Gib mir mal die Packung. Komm schon. Gib mir die Packung. Etienne hat mir die Packung gegeben. Danke. Wir haben uns ausführlich mit Kate Archer beschäftigt und natürlich auch dem Spiel drumherum, No One Lives Forever. Und hat uns beide überzeugt, ne? Auf jeden Fall. Nicht 100%, aber 90%. 90%. Verrat noch nicht alles. Okay, sorry. Die Wertung gibt's auf der Seite? Genau. Auf der Seite, wie heißt sie nochmal? Giga Games, seit eben online. Und da gibt es natürlich den ausführlichen Review, ich glaube 54 Seiten lang. Ja. Hannes hat sich ein bisschen Arbeit gemacht heute, hat da mal eben ein Stündchen. Ich habe auch mit geschrieben. Etienne hat da ein kurzes Schlusswort geschrieben. Etienne, bei dir geht es heute um dasselbe? Ja. Bevor du dich dir zurücklegst? Ja, ja. Bei mir geht es auch um Nolf natürlich, werde auch ein bisschen Multiplayer zocken. Und ist halt das heiße Thema heute bei uns und außerdem habe ich natürlich später noch einen Gast bei mir, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Genau. Wir haben nämlich heute 5 Gäste, aber ich gehe jetzt rüber in den Bereich Konsole. Komm nach Hause. Hier wird mit Herzblut gearbeitet. Michael, ich fühle mich wieder zu Hause. Junge, denn normalerweise sitze ich hier neben dem Michael und arbeite natürlich auch im Konsolenbereich fleißig mit. Und ja, heute muss ich ganz alleine irgendwie dafür sorgen, irgendwie ein bisschen Stimmung zu machen und ein bisschen Inhalt reinzupacken. Ganz alleine? Ich bin ja auch alleine im Endeffekt. Also, da stehen wir uns in nichts nach. Da sagst du was. Michael, wie sieht's denn aus mit Skiurlaub heute? Oder nicht heute, in den nächsten paar Wochen. Gibt's Skiurlaub? Ja, also seitdem ich bei Giga arbeite, habe ich so Gedanken an Ferien und sowas, glaube ich, ein bisschen hinten angestellt. Aber natürlich hatte ich die Gelegenheit, dann ein bisschen virtuell in Skiurlaub zu fahren und zeigt heute das Spiel SSX. Für PlayStation 2. PlayStation 2, was sehr geil ist, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und noch ein zweites PlayStation 2 kommt auch noch, und zwar NHL 2001. Das haben wir. Da wir ja keine PlayStation 2-Sendung sind, sondern eine Games-Sendung, habe ich auch noch ein ganz fettes Thema nachher noch, und zwar Jet Set Radio für die Dreamcast. Für Dreamcast. Du hast es schon gesehen, ist ein absolut geniales Spiel. Und ziemlich genial, auch von der Grafik her irgendwie ist mal was Neues. Ist richtig klasse, also das wird auf jeden Fall eine Menge Spaß bringen nachher noch. Und bei dir, erste Sendung, aufgeregt? Oder hat sich das jetzt schon aufgeregt, wieder aber die Menschen hier sind alle so nett. Ich meine, wir haben hier Glückseier von der Chrissy geschenkt gekriegt. Und nachdem ich vor allem eben bei der anderen Giga-Sendung gesehen habe, was die Leute so in ihren ersten Takes veranstaltet haben. Schlimmer kann es eigentlich von uns auch nicht werden, deswegen habe ich da keinerlei Bedenken. Ich auch nicht, Michael. Und ich gehe rüber in unsere Problemzone. Ach, du sagst es. Wir sitzen zwei Nationen an einem Tisch zusammen. Nämlich unser Schweizer Roman und unser Berliner, der Jörg. War Jörg? Da sag Wie sieht's dir denn aus, Jörg? Ich hab so ein Herzkasper, das glaubst du ja nicht, du aber. Herzkasper? Sonst hast du doch immer so eine Klappe, kann man fast sagen, oder? Ja, aber das ist doch normal, weißt du, die erste Sendung so, dann schon so alles so real, so, oh, da geht schon die Pumpe. Und was habt ihr heute für uns in der Sendung? Ich hab gehört, der Roman. Der hat irgendwie mal wieder was zum Tunen für euch. Genau, was das Internet ein bisschen schneller machen wird, und zwar BeFaster heißt das Programm. Mhm. Und da werde ich mal ein bisschen zeigen, wie man dem Internet mal so richtig Feuer unterm Arsch macht. Das heißt, wenn man fette Downloads machen will, dann
dieses Ding anwenden und Downloads dann klappt es vielleicht besser. Oder vor allem das Online-Gaming. Online-Gaming natürlich auch, das ist natürlich der Schwerpunkt dieser Sendung, die Games. Genau, Jörg, du hast ein Programm, was das Ganze überprüfen wird, dann im Nachhinein, ob denn das wirklich stimmt, was der Roman denn uns da über dieses Programm erzählt, ob es denn wirklich auch schneller ist. Wir lassen uns ja nicht über den Tisch ziehen. Was ist das für ein Programm? Das nennt sich Netmonitor, also da sieht man genau die Transferrate und wie viel rübergeht und vor allem mit welcher Geschwindigkeit. Also eine Analyse genau. Im Prinzip, genau. Kann man so sagen. Und sonst, Jörg, bei dir, ist alles klar jetzt? Das muss noch. Roman, bei dir Status? Ja klar, wir haben jetzt auch schon mal die Toilette hier an unseren Tisch verlegt und seit da geht es also wirklich absolut prima. Seit da luftet. Genau. Das Luft zeigt, okay, ja. Ich habe eben schon angekündigt, es gibt heute eine Überraschung in dieser Sendung und diese Überraschung wartet da vorne hinter der tollen Wand, die wir da aufgebaut haben, beziehungsweise der Alex für uns aufgebaut hat. Und diese Überraschung besteht aus drei Personen, die ich jetzt gleich hier auf dieser Couch empfangen werde. Das ist eine ganz tolle Couch, die ist extra für uns angefertigt worden, die ist super bequem, super beliebt und super gemütlich. Und das sind schon mal wieder drei ganz fette Punkte, die für diese Couch sprechen, aber mich alleine sollt ihr natürlich nicht auf dieser Couch sehen. Nein, ihr wollt natürlich mehr, ihr wollt was Tolles, was für die Augen, was Süßes, was Schönes. Ich könnte jetzt noch viel weitere Dinge aufzählen, aber das mache ich später, denn hier sind unsere Mädels. Ich habe gerade eben von süßen, schönen, tollen Mädels gesprochen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir. Sind wir. Oh, das sehr ist gut gemacht. Ihr seid zufrieden. Dann fällt mir gerade ein Zentner Steine vom Herzen. Ja, Mädels, nach diesem tollen Auftritt von euch haben wir hier Melanie, Angela und Cindy, die welchen Bereich machen, Melanie? Free and Fun. Das heißt, wir werden auch zocken, so wie ihr. Nur im Gegensatz dazu wird es bei uns alles for free geben. Das heißt, also sämtliche Free Games aus dem Netz oder auch coole, lustige Websites stellen wir auch vor. Alles das, was Spaß macht und was es kostenlos gibt natürlich. Okay. Angela, was habt ihr denn heute für uns? Wir spielen heute Superman, aber nicht den Superman, wie du jetzt vielleicht denken würdest, sondern einen Superhelden auf der Chicken Farm, der die ganzen Hühner vor dem bösen Farmer rettet. Das Ganze nennt sich Foulplay, aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Dann sind wir darauf sehr gespannt. Cindy, was hast du heute für uns? Ja, ich wollte auch ein ganz besonderes Thema raussuchen für heute, erste Sendung, klar. Hatte mir gedacht, irgendwie mal zu beweisen, was man noch alles abballern kann im Internet, so à la Morgue. Aber ich habe da ein Spiel gefunden, das passt sehr gut zu dieser Couch, zu diesem gemütlichen Teil des Abends. Und ja, ich glaube, den Männern wird das ziemlich gut gefallen. Da bin ich und mal von gespannt. Daher glaube ich auch. Das sind tolle Dinge, die wir hier zu erwarten haben auf unserer Couch mit unseren Mädels. Ich würde gerne hierbleiben, muss aber leider jetzt rüber zu meinem Hostpult. Tut mir leid. Wie gesagt, ich komme gleich, glaube ich, nochmal wieder. Denn unsere Mädels, da geht man immer gerne hin. Ja, seit heute ist die freigeschaltet, die neue Giga, der neue Giga-Tunnel, sagen wir es so. Unsere neue Seite zu den Games, zu Giga-Games. Hier werdet ihr alles finden, alle Bereiche, die ich gerade vorgestellt habe. Sprich PC-Games, Konsole, den Jörg und den Roman im Help-Bereich und natürlich unsere Mädels. Das haben wir alles auf giga.de. Heute in unserer Sendung haben wir 5 sehr bekannte Gäste. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich.
Ich bin noch ganz hin und weg. 2 Stunden live auf Sendung. Giga Games, endlich sind wir da und so schnell gehen wir auch nicht mehr weg. Ich habe auch was ganz Feines heute zur Feier des ersten Tages. No One Lives Forever. Das Spiel der Spiele in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten. No One Lives Forever. Auf der nagelneuen Giga-Seite, die jetzt auch seit heute Mittag, seit erst wenigen Minuten online für euch da draußen ist, findet ihr auch den Artikel von mir und dem Hannes. Ein fettes Review. Da seht ihr es. Wenn ihr da mal draufklickt, findet ihr nicht nur, wie schon gesagt, 300 Seiten Text. Wenn ihr euch nach 2 Stunden nach unten gescrollt habt, ach ja, ich mache das jetzt einfach mal so, dann findet ihr da unten was Neues, nämlich die Comments. Da könnt ihr, wenn ihr da draufklickt, euch mit eurem Community-Namen, falls ihr einen habt, falls nicht, schnell einen machen, einloggen und könnt uns Comments zu diesem very special Artikel schreiben. Also macht das auf jeden Fall, damit wir da kräftig drüber diskutieren können. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange um den heißen Brei, sondern wir zocken jetzt Nolf. Hier geht's los. Das ist die allererste Map, das allererste Level sozusagen. Wir müssen diesen Gouverneur, wie heißt der nochmal? Monroe, gell? Ja. Gouverneur Monroe, der dicke Kerl da oben, den müssen wir beschützen. Und das sind die Attentäter. Was ihr hier jetzt übrigens gerade seht, ist Nolf, die US-Version. Huch. Ah, shit. Was ihr hier seht, ist die Nolf US-Version. Und die deutsche Version kommt, glaube ich, 7. Dezember, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich mich richtig erinnere. 5. glaube ich sogar. 5. oder 7. Dezember wird überarbeitet werden. Unter anderem neue Sprachausgabe. Und was weiß ich was noch alles. Das ist jedenfalls die US-Version. Ihr hört es auch an der Sprachausgabe. Und wir kriegen hier Kommandos von unserem Mittelmann, der uns sagt, wo die Gegner sind. Ich finde das Spiel so geil. Ich muss es einfach sagen. Das Geile an Nolf ist, Liz Tech hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Ihr habt zum Beispiel bei den Gegnern 18 Trefferzonen. Das heißt, wenn ich in den Arm schieße, jetzt in der Map sieht man es noch nicht, in den Arm schieße, gibt es andere Animationen, als wenn ich ins Knie oder in den Fuß schieße. 18 dieser Animationen insgesamt. 30 verschiedene Waffen und Gadgets, also vom explodierenden Lippenstift bis zur, keine Ahnung, Sonnenbrille, die ein Fotoapparat ist. Hä? Was hast du gesagt? Und so. Michael, dass das eine Grafik ist. Ja, das ist Grafik. Und ich will mal nicht, das ist ein bisschen langweilig, das Level. Ich habe noch ein kleines anderes Level. Und zwar, das ist das erste richtige Level, in dem man sich auch dann richtig bewegen kann. Und da zeige ich euch auch ein bisschen, wie das Ganze ablaufen wird. Nämlich, bei Nolf muss man nicht alles nur mit brutaler Gewalt machen, sondern man sollte sich auch möglichst unauffällig verhalten. Zum Beispiel hier ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf. Erhöht das Denkvermögen. Das Problem ist, die Leiche, die da liegt, die wird von den Wachen auch entdeckt und die reagieren da drauf. Das ist eine von diesen sogenannten Stimulationen. Nolf hat insgesamt, ich glaube, 11 verschiedene Stimulationen, die den Gegner stimulieren. Also nicht, was ihr jetzt drauf denkt, dass die da jetzt alle geil werden, die Gegner, sondern die reagieren da drauf, dass sie halt sehen, Fußspuren, Geräusche, Leichen, das sind halt so die Stimulationen. Und man muss natürlich auch viel mit der Umgebung hier machen. Zum Beispiel hier kann man das Schloss mit einem Dietrich aufmachen, Sachen einsammeln. Sehr viele schöne Sachen. Ich will den noch. Okay, das soll jetzt erstmal genug von Nolf sein. Mehr zu Nolf findet ihr natürlich in unserem fetten Review auf der neuen Games-Seite. Da seht ihr es, 90% haben wir gegeben. Ich bin der Meinung, 90% sind wert. Wenn ihr anderer Meinung seid oder der gleichen Meinung seid, könnt ihr mir natürlich eine Mail schreiben an etienne@giga4u.de und am besten ihr schaut euch jetzt den Review an und guckt mal, was bei den Comments so abgeht. Ich habe euch heute 5 Gäste versprochen, ihr sollt sie haben. Hier sitzt neben mir Florian Stangl von PC Games. Ich freue mich, dass du heute hier bist zu unserer Premiere. Ich freue mich wirklich. Herzlich willkommen. Danke. Jetzt frage ich mich natürlich als allererstes, wie kommt man an so einen Traumjob, den du hast? Du bist der Chefredakteur bei PC Games. Richtig. Es ist ein bisschen Zufall gewesen am Anfang. Das heißt, ich war Redakteur bei einer Tageszeitung, habe dann irgendwann was Neues gesucht, weil es war zu langweilig. Hab dann Glück gehabt, bin genommen worden bei einem anderen Magazin, habe ich dann ein bisschen natürlich hochgearbeitet. Es ist viel Einsatz gewesen mit Herzblut, weil es hat auch einfach Spaß gemacht. Ja. Und jetzt, ja, dann halt Chefredakteur geworden und das macht eigentlich fast noch mehr Spaß. Ist es ein Traumjob? Ja, oder? Es ist natürlich ein Traumjob, ganz klar. Man kann spielen,
nicht mehr so viel, wie man vielleicht vorher sich gedacht hat, sondern man muss ein bisschen schreiben und andere Dinge das machen. Kann aber ich jetzt generell an dieser Stelle auch bestätigen. Ja, natürlich, es ist so. Aber ja, trotzdem macht es einfach Spaß, weil es sind coole Leute in der ganzen Branche. Wir haben richtig coole Kollegen, tolle Spieler nach wie vor, die einfach Spaß machen deswegen. Mhm. Klasse. Okay, kommen wir jetzt zu eurer Zeitschrift. Ihr habt eine Riesenauflage, das kann man nicht anders sagen. Warum seid ihr so beliebt? Ich denke mal, wir machen es mit Herzblut. Das ist Punkt 1. Das heißt, wir leben Spiele, wir schreiben gerne über Spiele. Das transportiert sich halt auch ein bisschen auch zum Leser dann. Wir haben eigentlich Leute, die wirklich gerne spielen, auch gerne drüber schreiben, da ein bisschen Talent haben. Dann versuchen wir auch, alles abzudecken, was es einfach gibt. Nicht nur ein Testmagazin zu sein, sondern halt Previews zu geben, News zu haben, auch im Videobereich was zu machen, heißt neue Spiele mit Videos zeigen. Mhm. Einfach eine ganze Reichweite von Tipps und Tricks bis Hardware, alles drin zu haben und das wirklich mit Herzblut rüberzugeben, das macht, glaube ich, einiges aus. Was glaubst du, wie es in der Zukunft aussehen wird, wenn wir Matrix-like hinten angeschlossen irgendwie spielen werden? Wie sieht es in 10 Jahren aus? Was glaubst du? Das hoffe ich, dass wir das haben werden. In 10 Jahren vielleicht noch nicht. Zumindest werden wir in 10 Jahren die Hardware haben, die richtig fotorealistische Grafik ermöglicht. Davon gehe ich wirklich aus. Das kann auch schon in 5 Jahren soweit sein. Die Rechenpower wird da sein. Wie man das dann steuert? Ich denke, es wird weggehen von solchen Gamepads oder von Maus und Tastatur. Es geht Richtung organischem Steuern. Das heißt, ich kann meine Körperbewegungen irgendwie in den Rechner transportieren, vielleicht durch eine Kamera, durch Motion Capturing. Irgendwas in der Richtung. Und dann wird es wirklich wesentlich lebendiger sein, als es jetzt noch ist. Wie zum Beispiel mit diesem Handschuh auch, oder? Aber die Handschuhe sind ein bisschen so eingeschränkt. Ich glaube, da wird noch mehr gehen. Das muss besser werden, ganz klar. Aber die Entwicklung ist schon wahnsinnig, oder? Es geht schnell, aber uns geht es nicht schnell genug, weil wir sind zu tief drin in der ganzen Geschichte. Wir haben schon mehr Visionen, glaube ich, als momentan umsetzbar sind. Okay, die Bedeutung des Internets für dich persönlich und natürlich auch für euer Magazin. Wie wichtig ist das Internet? Für mich persönlich ultra wichtig. Ich habe es jetzt seit 5, 6 Jahren wirklich intensiv genutzt und ich kann nicht mehr ohne. Es sind natürlich E-Mails, die wirklich wichtig sind. Dann die Recherche ist wirklich wichtig. Es sind einfach Sachen auch privat. Ich kaufe viele Sachen nur noch über Internet ein. Für mich ist es wirklich wichtig und für das Heft sowieso, weil, wie man sieht mit der Webseite, man kann viel mehr transportieren. Man kann einfach Sachen nochmal anders aufbereiten und Sachen on top geben, die man mit einem normalen Printmagazin gar nicht rüberbringen kann. Und man kriegt natürlich auch ein riesen Feedback. Du bist gleich noch im PC-Bereich beim Hannes, genau. Ihr werdet zocken. NHL 2001 jetzt. Ja, okay. Und gleich wird bei mir sein der Hans Ippisch als nächster Gast. Da dürft ihr euch jetzt auch schon drauf freuen. Bis gleich. Das erste Mal im Help bei Giga Games. Boah. Ich sag dir, ich bin so, geht so am die Pumpe. Ich sag dir, okay. Nervenzusammenbruchs. Ihr Zocker zu Hause, wir sind für euch da. Wenn ihr Probleme habt mit irgendwelchen Spielen, sei es irgendein Spiel X, geht mit Grafikkarte Y nicht, dann schreibt an uns, an roman@giga4u oder an jörg@giga4u. Ich kann nur sagen, wir sind auch unter anderem für Tools zuständig, also was das Spiel schneller macht oder irgendwelche Grafikkarten schneller macht. Und Roman hat auch ein Tool schon, das nennt sich BeFaster. Boah. Und macht das Internet schneller. Oder schneller, versucht schneller. Es zumindest. Ja, ihr kennt es vielleicht, ihr seid in einem heißen Online-Gefecht, zum Beispiel Counter-Strike, Unreal Tournament, irgend sowas. Ihr habt schon die meisten Fracks, ihr seht schon den Sieg vor euch, doch plötzlich rennen die anderen Typen nur noch geradeaus und ihr wisst, oh Scheiße, ich hatte einen Leitungsunterbruch. Ja, vielleicht passiert das nicht mehr, wenn ihr ein kleines Tool namens BeFaster hättet und das habe ich jetzt auch gleich mal bei mir installiert. Als erstes, wenn ihr das Tool öffnet, habt ihr die verschiedenen Anschlussarten, die ihr so haben könntet vor euch. Zum Beispiel, ja, ich sage das mal ein bisschen größer mit unserer Kultlupe. Riesengroß kommt das dann rüber. Zum Beispiel ein normales Dial-Up-Modem, ne? Also ein normales analoges Modem. Dann, ob ihr LAN habt, ein Cable-Modem, ISDN oder T1 und so weiter und so fort. Sogar ein Satellite-Direct-PC kann man hier anwählen oder natürlich nur einfach die normale Standard, Einstellung von Windows belassen. Wenn ihr dann weiter in den Settings geht, könnt ihr benutzerdefiniert eure Einstellungen tätigen, wenn ihr euch so quasi damit mit der ganzen Technik verbindet fühlt. Ich zum Beispiel würde da plötzlich mal irgendwie an eine Grenze kommen, wo ich mich nicht mehr trauen würde, hier irgendwas einzustellen, weil ich vielleicht danach nicht mehr meine E-Mails runterladen könnte. Das ist immer so eine Sache gerade. Ne? Genau, also für User, die hier sehr vorsichtig sein. Nur die, die sich wirklich darin auskennen. Hier zum Beispiel kann ich die MTU einstellen. Also das ist dieses Maximum Transmit Unit. Das sind diese Päckchen, die dann durch die Leitung geschmissen werden.
Zum Beispiel 576, ich glaube, das ist auch eine der besten Einstellungen, die man überhaupt haben kann. Ja, je kleiner, desto besser, umso schneller geht's. Online-Games, genau. Dann müsst ihr nur noch hier unten auf Start Custom Optimization klicken und das Tool nimmt die gewünschten Änderungen dann in eurem System vor. Ich habe euch natürlich auch einen Bericht geschrieben auf unserer Giga Games Helpseite. Be Faster Version 2.1 Netz Booster. Und da habt ihr auch gleich die nützlichen Eckdaten, die ihr jetzt für dieses Tool braucht. Darunter dann auch die Related Links, die euch zu den Download führt und noch ein paar Randinformationen dazu gibt. Ich starte hiermit einen Aufruf, gerade so jetzt in heutiger Zeit mit ADSL und ISDN und jetzt Kabelmodem, was alles dazukommt. Schreibt da an uns, was ihr zu Hause benutzt und vor allem, ob ihr damit zufrieden seid bei ADSL oder ob ihr da Probleme habt. Das würde uns mal recht interessieren, genau. Weil wir haben bis jetzt nicht so viel Feedback bekommen bis jetzt. Deswegen schreibt uns an roman@giga4u oder an jörg@giga4u. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht auch noch erzählen, wie nervös ich doch bin, weil ich glaube, das ist selbstverständlich und deswegen fange ich jetzt mal direkt mit meinem Thema an. Die PlayStation 2 ist seit knapp einer Woche draußen und die wenigsten von euch werden wahrscheinlich das Glück gehabt haben, um direkt eine bekommen zu haben. Und deswegen ist es bei mir heute ein etwas größeres Thema, aber es lohnt sich auch. Denn zum Beispiel das Spiel, was ich jetzt direkt als erstes vorstellen werde, SSX Snowboarding von EA, ist wirklich ein Renner. Also ich habe es heute den ganzen Tag schon mal gespielt gehabt und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte euch dann am besten jetzt auch mal direkt zeigen, worum es geht. Wie gesagt, es ist ein Snowboard-Spiel. Und Snowboard ist ja ein sehr, sehr bekanntes, also ist ja die beliebteste Wintersportart mittlerweile überhaupt. Und man hat in den letzten Jahren auch schon eine Menge Umsetzungen für verschiedene Systeme gefunden, wie zum Beispiel 1080 für das N64 oder Cool Borders für die PlayStation und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir SSX ganz, also wirklich extrem gut gefällt. Also da haben sie sich wirklich eine Menge Mühe mitgegeben. Und bei den meisten Spielen war es halt bis jetzt wirklich immer so, dass man Snowboard fahren konnte, dann entweder die am meisten Wert darauf gelegt worden ist, dass man jetzt möglichst schnell da irgendwie runterfährt, oder es wurde am meisten Wert darauf gelegt, dass man tolle Tricks macht. Hier bei dem Spiel ist den Machern eigentlich eine sehr gute Kombination gelungen. Es geht halt auch darum, dass ihr möglichst schnell zwar runterkommt den Berg, aber ihr bekommt für Tricks, irgendwelche Flips oder sonstige Sachen, bekommt ihr halt ein Power-Up, so eine sogenannte Boost-Leiste. Und mit der könnt ihr dann halt relativ problemlos die vor euch liegenden überholen. Deswegen müsst ihr halt bei dem Spiel auch immer, ja, Tricks machen, die man auch landet, nicht so wie ich gerade. So, genau. Und dann bekommt man rechts an der Leiste, seht ihr, so einen Boost-Meter. Und der lädt sich dann langsam voll, je mehr Tricks ihr gemacht habt. Und wenn ihr die Boost-Leiste ganz voll habt, dann bekommt ihr sogar noch einen stärkeren Boost, als das der Fall ist, wenn ihr nur ganz wenig auf eurem Boost-Meter drauf habt. Was einem direkt auffällt, ist eigentlich die wirklich schöne Grafik. Also das ist auch das, was man ja von der PlayStation 2 eigentlich erwartet hat, dass sie grafisch ein bisschen was mehr zeigt. Auch wenn das jetzt nicht so super realistisch aussieht, relativ bunt und relativ comic-mäßig. Aber die Grafik ist schon wirklich sehr, sehr gelungen. Einzige Manko, was mir aufgefallen ist bei dem Spiel, ist, dass wenn ihr sehr harte Turns macht und Kurvenfahrt oder sowas, dann passiert doch schon ab und zu mal, dass die Grafik ein bisschen ins Ruckeln kommt. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn wir wieder in diesen Kurvenparcours reinkommen. Dann kann man das mal, da müsst ihr vor allem mal auf den Hintergrund achten, da sieht man das doch ziemlich extrem, dass da so ein bisschen der Hintergrund anfängt zu ruckeln. So, jetzt wollte ich das gerade zeigen, da bin ich von hinten umgefahren worden. Auch ein sehr nettes Feature, wo der Typ mich gerade umgefahren hat, kann ich euch mal zeigen, dass bei dem Spiel ausnahmsweise mal der rechte Analog-Stick sogar eine Benutzung hat. Meistens wird er so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber hier bei dem Spiel könnt ihr mit dem rechten Analog-Stick könnt ihr das machen, könnt ihr halt schubsen. Das kann man am besten, wenn, also im Moment ist halt leider keiner neben mir, sonst könnt ihr euch mal zeigen. Damit könnt ihr halt eure Gegner so ein bisschen hinter euch halten. Aber das wird wahrscheinlich mir jetzt nicht mehr gelingen. Auch wenn man mal schaut, so diese, das sind halt so Kleinigkeiten, die mir im Spiel auch wirklich extrem gut gefallen. Zum Beispiel, dass halt die, dass man selber und auch die anderen Fahrer alle so Spuren im Schnee hinterlassen, die man auch sieht. Und selbst wenn man eine halbe Minute hinter den anderen hergefahren ist, dann sieht man dann immer noch die Spuren, die halt im Schnee irgendwie zurückgelassen haben. Und sind halt mehrere von solchen Kleinigkeiten, wo ich echt sagen muss, das Spiel hat eine gute Bewertung wirklich verdient.
Und wenn alle Starttitel der PlayStation 2 so gut gewesen wären, würden sich wahrscheinlich auch die Diskussionen, die mittlerweile auch entstanden sind, dass die PlayStation 2 ja den Hype, den sie irgendwie verursacht hat, nicht unbedingt halten kann mit den Titeln, die man zum Start bekommen hat. Diese Diskussion hätte sich dann vermutlich ein bisschen erledigt. Ich werde es jetzt leider nicht mehr schaffen, den Parcours ganz zu Ende zu fahren, weil, das ist auch eine Sache, die ziemlich cool ist bei dem Spiel, die Parcours sind wirklich extrem, extrem lang und machen dabei auch eine sehr, sehr schöne Mischung zwischen reinem Speedgefühl, also Downhill-Fahren und sowas und halt Fun-Komponenten wie zum Beispiel Loopings oder sonstigen Geschichten. Aber halt sehr, sehr lang und deswegen leider in der kurzen Zeit, die ich jetzt nur hatte, nicht unbedingt zu bewerkstelligen. Wenn euch das Spiel interessiert, habe ich natürlich auch bei uns auf der Seite auf giga.de einen Artikel geschrieben. Und da ganz unten, wenn ihr runterscrollt, kommt ihr auf unseren Comments-Bereich, den der Etienne vorhin auch schon mal angesprochen hat. Und da stelle ich euch die Frage, was ist eurer Meinung nach bei Snowboard-Spielen am wichtigsten? Würde mich einfach interessieren, ob ihr halt lieber die Tricks macht oder ob ihr lieber einfach nur die Downhill fahrt. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, geht einfach in den Comments-Bereich oder schreibt mir an michael@giga4u. Ja, wir sind zurück und beziehungsweise ich bin zurück und ich habe mich verdoppelt fast, so kann man sagen. Neben mir sitzt der Florian Stangl von der Games, von der PC Games. Genau. Euch allen da draußen sicherlich ein Begriff. Und Florian Stangl hat gesagt, er ist unschlagbar in NHL 2001. Große Klappe, ne? Ja, das hast du jetzt gesagt, aber ja. Ich würde sagen, wir reden nicht, sondern wir lassen Taten sprechen. Wir gehen ins Spiel. Er hat sich für ein Team entschieden, für die Washington Capitals, die da, machen wir mal Start, geht's? Mhm. Ja. Die da ja nicht weniger als 95 Stärkepunkte haben. Wenn das ist aber Zufall, ja. Ja, das ja. Ich habe natürlich die Colorado Avalanche, die nur 85 haben, aber das macht gar nichts. Das ist auch gelogen, natürlich. Haben die nicht 85? Nee, weil... Na gut, die haben 85, Washington hat 86, aber das ist Zufall. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Washington genommen habe, sondern weil sie Peter Bondra haben. Der wird jetzt auch hoffentlich in ein paar Sekunden das erste Tor schießen. Na gut. Sag mal, wie ist das in der Games? Was hat NHL gekriegt? Ich weiß es jetzt leider nicht. Gerade 90. Gerade 90%. Das heißt, immer noch eines der besten Sportspiele, wenn nicht das Beste. Uh-huh. Einfach, weil es so schön konfigurierbar ist, super aussieht, wie man gerade sehen kann. Oh, nee. Das ist aber... Und, und auch nicht zu verachten wegen dem hohen Realismus. Es gibt einen Grund, warum es nicht mehr als 90% bekommen hat. Genau sowas. Das sind diese Hotspots, von denen aus man relativ sicher ein Tor schießen kann. Das sollte nicht so oft vorkommen, kommt aber vor. Es war unfair, ich gebe es zu. Aber das ist natürlich schon ein das harter ein bisschen Kritikpunkt, schade. Ne? Wenn man dann irgendwie in irgendwelchen Internetligen spielt und dann wird nur noch von der Mittellinie. Ja, das ist richtig, man kann es aber ausschalten. Das heißt, man kann den Schwierigkeitsgrad erhöhen durch die ganzen KI-Optionen. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist es wirklich Eishockey. Ich kann es langsamer machen, ich kann die Passquote nach unten schrauben. Dann ist es wirklich realistisches Eishockey. Das geht. Wir haben auch im aktuellen Heft Tipps drin, wie man das machen kann. Ich habe mich da ein bisschen rumprobiert mal und das geht eigentlich ganz gut. Wenn ich von hier schießen würde, wäre er drin, aber mache ich natürlich nicht. Das ist echt nett von dir. Ich weiß, das war jetzt unfair. Sag mal, bist du auch privat Eishockey-Fan? Ja, ziemlich. Ich bin irgendwann mal nach USA gefahren, 14 Tage, um mir die NHL anzuschauen. Oh, geil. Das war 94, als sie gestreikt haben. Als ich drüben war, 14 Tage lang nichts gesehen, das war wirklich schade. Das war natürlich... Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, drüben ein bisschen New York und Toronto. Aber ich bin wirklich Eishockey-Fan. Ich gucke mir auch, wenn es geht, alle NHL-Spiele an irgendwo. Auch DEL oder nur NHL? Nein, wirklich nur NHL. DEL ist mir exakt zu langsam. Mhm. Ich mag die Eishockey-Flächen nicht, vor allem die Trikots sind mir mit zu viel Werbung vollgekleistert. Das stimmt. Das ich mag echt das Eishockey. Irgendwie. Das ist halt für mich irgendwo Also ich NHL. Muss mal sagen, ich war seinerzeit großer Frankfurt Lions-Fan. Hatte sogar Dauerkarten und bin da regelmäßig hingegangen. Aber es ist auch ein bisschen echt langweiliger geworden in der DEL. Ja. Das liegt aber auch irgendwie am Modus. Es ist irgendwie nicht so zu vergleichen mit den Playoffs in der NHL. Ja. Es ist eben, es ist ein bisschen die Dramatik, die mir fehlt beim deutschen Eishockey. Leider. Es ist nicht an den Mannschaft. Oh, du hast einen guten Torhüter. Ja, das ist alles Taktik. Patrick Rohr. Ja, du musst mal ein Tor machen. Ja, mache ich ja jetzt. Soll ich einen Tipp geben? Verdammt. Nein, das ist... Siehst du, Peter Bondra, ich mag ihn. Ey, Moment mal, du hast ihm wehgetan, das geht so nicht. Ja, das Eishockey. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist ja nicht Kinderfasching, was ist denn los hier? Ja, das ist der Richtige, der Mann, der 1 von hinten liegt. 1-0, aber auch nur wegen dem Cheat-Tor, wenn man das so... Oh! Ja, pass auf hier, es wird langsam eng. Ich muss sagen, also du bist bis jetzt der Beste, gegen den ich gespielt habe. Danke. Das hat allerdings, ich muss das Kompliment gleich wieder schmälern, hat nichts zu sagen, weil hier in der Redaktion nur Pfeifen sind. Ja, zum Beispiel, ich habe vorhin auf der PlayStation 2 das gezockt. Und hab gleich drei Tore zum ersten Mal gespielt, gleich drei Tore gezockt.
Ja, Angeber wird da hingerufen. Dann mach mal. Mach mal 3 Tore. Ich muss das nur mal sagen, ja, weil ich hier gerade so zu Ehrenrettung abluse. Ist völlig klar, verstehe ich. Normalerweise kann ich das Spiel, ja? Okay, ich würde sagen, wir zocken jetzt noch ein bisschen weiter. Machen wir kurz Pause. Und ihr findet da draußen natürlich noch weitere Infos zu unseren Gästen und zu aktuellen Themen auf giga.de. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich mailen an etienne@giga4u. Heute machen wir einen kleinen Ausflug auf die Chicken Farm und da haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind ganz lieb zu den Hühnern und retten sie vor dem bösen Farmer oder wir sind so richtig knallhart und lassen das Blut spritzen. Foulplay nennt sich das Ganze. Melanie zeigt euch jetzt mal, wo ihr das Spiel findet. Ja, ihr geht auf giga.de, auf unsere Website. Unter Games findet ihr die neuen 4 Bereiche. Klickt auf Free and Fun, da seht ihr auch schon den Artikel, der da heißt Foulplay rettet die Hühner. Klickt auf More. Dann seht ihr den kompletten Artikel. Wo bleibt er? Auf jeden Fall, wenn ihr das dann geschafft habt, dann scrollt ihr runter. Unten seht ihr den Related Link, wo ihr das Spiel dann direkt online spielen könnt. Tja, Held oder Hühnerkiller? Bleibt dran. Was eigentlich? So, geht's? Soweit, Giga Games ist da, unsere erste Sendung, ihr seid live dabei und hier bei Free & Fun wird es auf jeden Fall mal lustig werden. Natürlich, genau, lustig wird es nämlich jetzt auch, denn wir spielen jetzt Foulplay. Schwierig, erst müssen wir den Schwierigkeitsgrad einstellen. Was machen wir denn, weich gekocht, halb durch oder knochenhart? Wir fangen mal ganz klein an, auf jeden Fall. Die Weicheier an, weich gekocht. Haben wir es auf ganz laut stehen? Versuch nochmal. Oh, ich kann es noch ein bisschen lauter stellen. So, jetzt sehen wir auch schon unsere 8 Hühnchen. Doc, doc. Aber wer hat jetzt gequakt hier oder gegackert? Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Nein, wir wollten das Blut doch erst später zeigen. Scheiße. Ja, jetzt ist es zu spät. Müssen wir es nochmal ausprobieren. Aber wir gehen sagen, noch wir machen das leicht, eben. Oder? Sag mal, um was geht's hier eigentlich? Das hast du noch gar nicht erklärt. Also, wir müssen hier die 8 Hühnchen. Ich klicke jetzt auf bereit. Aha.
Gackert das Huhn? Das musst du nachmachen. Das muss ich genau nachmachen. Eins, zwei. Merkst du es bitte mit, sonst komme ich crazy. Das genau, das hintere. Und du hast und dann ist ja nur 10 Sekunden Zeit, um das Ganze zu schaffen. Wenn nicht, dann spritzt nämlich auch das Blut. Guckst du bitte mal mit. Jetzt habe ich mir hier aufgepasst. Nein! Schon wieder zu spät. Das ist dann wieder scheiße, der bekannte Vorführeffekt, war klar. Genau, eben hat es mich noch viel, viel besser geklappt. Da bin ich sogar ins nächste Level gekommen. Das ist jetzt richtig peinlich, wir sind bei dem einfachsten Level. Wir ne? bleiben jetzt bei weich gekocht, genau. So, nochmal. Jetzt so, klappt es auch weit. Immer schön mitgucken. Das und das in der Mitte? Ich bin das in der Mitte? Ja, nochmal. Komm, das dritte schaffe ich jetzt auch noch. Hast du aufgepasst? Ja. Jo! Komm, lass doch einmal Blut spritzen, oder? Okay. Dok, dok, dok. Ah, lass mal das Ganze jetzt. Ich denke mal, das reicht und wir zeigen euch jetzt nochmal, wo ihr das Ganze findet. Und zwar auf unserer Website auf giga.de. Ihr geht auf Free and Fun, da seht ihr den Artikel, klickt auf More. Wenn ihr eben aufgepasst habt, dann wisst ihr das auch schon. Dann seht ihr unten, Moment, den Related Link, wo ihr euch das direkt genau, das nicht Ganze könnt, ihr könnt es direkt online spielen. Das Ganze könnt ihr online spielen. Ich würde sagen, wenn ihr noch eine coole Website oder ein cooles Game auf Lager habt, dann schickt mir eine E-Mail an angela@giga4u. Und wir lassen jetzt noch ein bisschen das Blut spritzen. Genau. Ich habe euch 5 Gäste versprochen, ihr sollt sie haben. Hier sitzt mein nächster Gast, das ist Hans Ippisch, Chefredakteur von so einigen Magazinen, sagen wir es mal so. Die werden wir auch gleich noch sehen. Eins eurer Magazine ist Kids Zone. Kids Zone, Kids Zone, genau. Und da ist auch schwerpunktmäßig die Zielgruppe natürlich die Kids, wie der Name schon sagt. Und eine Frage, die ich mir überlegt habe, war einfach, muss man innerlich als Zocker so ein bisschen Kind sein oder bleiben? Also ich denke, jeder, der gerne Spiele spielt, der ist ein bisschen Kind geblieben. Und es ist ganz einfach eine schöne Beschäftigung und ich glaube, das Kindsein heißt auch eigentlich, dass man einfach spielen kann und Spaß hat. Spaß haben. Ne? Und nicht einfach immer nur, was bringt mir das, bekomme ich Geld dafür, sondern einfach, es macht Spaß. Und das heißt eigentlich Kindsein, glaube ich, spielen und Spaß haben einfach. Sich einfach zurücklehnen können genau. und zocken. Genau, ganz lässig und einfach das Genießen. Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das Genießen, denke ich auch. Ihr habt mehrere Magazine. Ich gebe es wieder einfach mal rüber. Unter anderem Kidzone, Endzone, Playzone. Erzähl doch einfach mal diese Magazine, wo die schwerpunktmäßig so hingehen und welche Zielgruppe die überhaupt haben. Nun, es gibt ja natürlich, wir wissen ja alle, es gibt PCs. Das ist die Sache von Florian Stangl, der vorher hier war. Und dann gibt es natürlich die Konsolen. Und da haben wir natürlich für jede Konsole ein eigenes Magazin, für jede wichtige Konsole. Playzone ist unsere PlayStation-Zeitschrift, gibt es jetzt auch mit DVD, befasst sich natürlich mit PlayStation, PlayStation 2 und DVD-Film. Die Leser sind so im Schnitt 18 bis 20 Jahre alt, also doch ein bisschen älter, als man gemeinhin denkt. Denn Videospiele, das ist so etwas auch von älteren Leuten, also nicht nur von den 10-Jährigen. Und ja, Playzone ist eben das PlayStation-Magazin, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier Kidzone. Kidzone ist ganz aktuell erst im April gestartet, aber derzeit das erfolgreichste Magazin in dem Bereich. Kidzone erscheint alle 14 Tage und geht, handelt von Pokémon, Digimon, alles was die Kids zwischen 8 und 12 eigentlich. Die fahren ja voll auf Pokémon ab, ne? Also sowas wie Pokémon hat es noch nicht gegeben. Also wir haben hier mit der zweiten Ausgabe über 200.000 Exemplare verkauft und haben damit etliche Magazine hinter uns gelassen. Wir waren da selber überrascht. Aber Tatsache ist, hier ist eine ganz neue Gruppe erschlossen worden. Hier sind wirklich Millionen von Kids da draußen, die dann auch, diese Sendung angucken werden und dann künftig PC-Spiele spielen oder PlayStation-Spiele. Und das ist eben Kidzone, das ist im Prinzip so das Einstiegsdroge, wollen wir nicht sagen, zu negativ. Aber so, damit kann man schon einsteigen und alles, was eben Kids und interessiert. Und wie sieht es mit Endzone aus? Ja, Endzone ist das Nintendo-Magazin, hat natürlich derzeit auch sehr viel mit Pokémon zu tun. So echte Nintendo-Fans, die schon 10 Jahre Nintendo zocken. Von der Zielgruppe her so das Mittelding zwischen beiden. So ein bisschen das Mittelding, ja. Muss aber sagen, bei Endzone echte Nintendo-Fans, die kennen natürlich Perfect Dark, GoldenEye, Zelda, sind natürlich coole Spiele und natürlich jetzt Pokémon im Augenblick, aber das ist im Prinzip so das Mittelding. Wenn du in die Zukunft schaust, du hast damals mit 16 selber dein erstes Spiel programmiert. Ja. Wenn du so mal die Entwicklung der Spieleindustrie anschaust, was glaubst du, wie das weitergeht?
Also 86, als mein erstes Spiel auf dem C64 erschienen ist, da hätte man sich nicht vorstellen können, was heute eine PlayStation 2 zum Beispiel leistet oder Dreamcast leistet oder Xbox und GameCube leisten werden können. Also hätte man sich nicht vorstellen können, wie gut es wird. Ich denke, die Zukunft wird weitere Steigerungen bringen, nur wir haben jetzt schon ein Niveau erreicht, wo man sich wieder nicht vorstellen kann. Ja. Aber ich glaube, wir sitzen in 10 Jahren wieder genauso da und wundern uns, was wir vor 10 Jahren gespielt haben. Also die Branche, glaube ich, ist ständig auf dem Vormarsch. Okay, gleich bei mir zu Gast der Fabian Döhler von PSM2. Er hat uns heute auch was ganz Besonderes mitgebracht, genauso wie der Hans. Den sehen wir gleich. Bleibt dran. Bei uns hier im Help-Bereich geht es immer noch um Internet-Speed. Ich habe euch ja eben gerade dieses Tool BeFaster vorgestellt. Kann natürlich jeder sagen, ob dieses Tool auch was taugt, sagt euch jetzt unser lieber Jörg. Genau, da gibt es ein Tool, das nennt sich NetMonitor. Mit dem könnt ihr alle sämtlichen Sachen im Netzwerk und im Internet testen, wie die Geschwindigkeit ist. Ich habe das mit mir mal gestartet. So sieht es aus. Ein bisschen so aus wie so ein Herzschrittmacher, so von der OP, aber ganz praktisch. So, ich starte mal als Beispiel jetzt einen Download. Ich nehme mal irgendeinen Uni-Server da und lade mal da in Demo runter. So, speichern. Jawohl. Und so, jetzt gucken wir uns doch mal an, was da drüben passiert. Ey, das ist ja gelogen, oder? War normal, das kann ja nicht sein. 347, boah, das ist ja Wahnsinn. Da stöhnt ja sogar der Klippenkuckuck. Also, das ist da was, oder? Da stöhnt der Klippenkuck wirklich. Also, ist doch, wie gesagt, eine Hammer. Also ich habe dieses Programm auch bei mir installiert, diesen BeFaster, habe mein ganzes System damit konfiguriert. Und ich finde, das ist schon beachtlich. Okay, ihr müsst jetzt sehen, das ist natürlich bei mir jetzt schon das Nonplusultra. Wir haben eine T1-Standleitung. Aber ich hatte vorher höchstens 200K gehabt, ne? Deswegen, also alle Achtung. Ihr könnt mit diesem Tool natürlich unter anderem auch sehen, was reinkommt an Kilobyte, also an Megabyte oder an Gigabyte, also was reinkommt und was rausgeht. Und da seht ihr auch so diese nach oben, nach unten, diese Grafik, das ist ein bisschen mehr Spielefax. Und hier unten könnt ihr testen natürlich die Geschwindigkeit selber mit dem Test hier. Bei Connection könnt ihr den Speed mal testen, wie die Verbindung ist, wie die besteht. Und hier unten seht ihr vor allen Dingen noch bei IP-Adresse eure IP, weil meistens nirgendwo erkennt man das bei Windows nicht. Also ist ganz praktisch, das noch nebenbei da zu sehen. Und unten noch die User-IP, das ist ein bisschen uninteressant. Und die Sprünge, das interessiert auch keinen. Finde ich eine prima Sache. Dieses Tool habe ich für euch auf Giga Games abgelegt in meinem Artikel. Dazu geht ihr unter Giga, dann auf Giga Games und scrollt ein bisschen weiter runter. Dann seht ihr den Artikel NetMonitor. Da habe ich nochmal ausführlich erklärt, was da genau noch passiert, was ihr noch machen könnt. Und vor allen Dingen, das Programm ist Freeware. Finde ich eine prima Sache, weil was Freeware ist, ist immer schön, weil dann kann man es unendlich nutzen. Und vor allen Dingen den Download-Link dazu. Ne? Kann ich einfach nur empfehlen. Ich glaube, wir haben auch noch was zu gewinnen. Ne? Genau. Wenn ihr nämlich auf den Win-Button klickt, könnt ihr das hier gewinnen. Der Soundblaser PCI 512. Mit dem sagenhaften EAX-System. Mhm. Ja, erzähl mal, was ist EAX? Ja, das ist doch dieses mit dem Dolby Quattro-Sound da und dieses mit den Echo, wo man sich wahnsinnig viel einstellen kann. Das ist so ein Spiel. Wie gesagt, das gibt's zu gewinnen, wenn ihr auf den Win-Button klickt. Ansonsten bei Problemen, bei sonstigen Tipps, die ihr braucht, schreibt eine Mail an jörg@giga4u oder roman@giga4u. Der Gamesflash am 30. November. Hoch in die Lüfte. Alle Hobbypiloten finden jetzt eine neue Demo zum Trainieren im Netz. Battle of Britain heißt sie und wartet bei Evolve.com auf euren Download. Die Datei ist ca. 43 MB groß. In dieser Version lassen sich die ersten Missionen antesten. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch anhand von Screenshots und Infos auch ohne die Demo ein erstes Bild von Battle of Britain machen. Kate Archer in der Konsolenwelt. Wie ZDNet.com berichtet, wird der Ego-Shooter No One Lives Forever bald auch für die PlayStation 2 erscheinen. Laut der Meldung wird im zweiten Quartal 2001 die Konsolenumsetzung auch in den USA erhältlich sein. Der Hersteller Fox Interactive arbeitet derzeit an der Anpassung der verwendeten LiftTech Engine. Ein ausführliches Review zur PC-Version des Shooters findet ihr schon jetzt auf der Website von Giga Games. Kinderfreundlicher Ego-Shooter. Bei FirePlanet.com findet ihr ab sofort eine Ego-Shooter-Demo der etwas anderen Art. In Laser Arena kämpft ihr weder mit Raketenwerfer oder Railgun, ihr benutzt einfache Lasermarkierer. Das Spiel basiert auf der Quake 1 Engine, der Download ist lächerliche 6 MB groß.
In der Demo ist eine Map enthalten, auch Bot-Unterstützung. Außerdem Patch für die Venom-Demo, Games by Arcade und First Look auf Sacrifice. Dies alles und mehr auf giga.de. Ihr seid wieder zurück bei mir im Konsolenbereich und ich habe eben gerade noch eine Runde gegen den Florian Stangl gespielt, und zwar NHL 2001, allerdings nicht auf dem PC, wie eben gerade bei Etienne, sondern hier auf der PlayStation 2. Und scheinbar lag es einfach daran, dass er auf dem PC ein bisschen mehr Erfahrung hat. Auf jeden Fall haben wir uns eben hier auf ein faires Unentschieden geeinigt. Und er meinte aber auch, dass es wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Und das ist ja aus dem Munde von einem PC-Spieler immer schon was Besonderes, wenn die sagen bei Konsolen, dass es auf jeden Fall was kann. Deswegen möchte ich euch auch das Spiel ein wenig vorstellen. EA Sports hat es entwickelt, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. NHL 2001 ist, glaube ich, schon der neunte NHL-Teil von EA Sports. Wenn ihr genau wisst, ob das der neunte war oder weniger oder mehr, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben an michael@giga4u. Aber dieser Teil, jetzt der erste Teil für die PlayStation 2. Und ich muss sagen, spielerisch hat sich nicht sonderlich viel getan. Das ist halt bei den meisten EA-Titeln ja, dass es ein perfektes Spielsystem ja schon war und vom Gameplay das schon immer sehr klasse war. Und da muss man halt nicht sonderlich viel ändern. Aber was sich wirklich verändert und wirklich extrem verbessert hat, ist die Grafik. Weil die hat mich also am Anfang schon ziemlich vom Hocker gehauen. Haben sich wirklich eine Menge Mühe gegeben, haben also komplettes neues Motion Capturing gemacht und auch so die ganzen Player Models überarbeitet und alles. Und vor allem auch viel, viel Wert so auf Details gelegt, dass halt das Stadion, das Eisstadion sieht auch wirklich klasse aus. Die Zuschauer bewegen sich auch wirklich alle. So teilweise bei FIFA hat man ja das Gefühl oder weiß man oder sieht man ja, dass es nur so reine Bitmaps sind. Aber hier bei dem Spiel sind die auch alle hinten immer fröhlich am Tanzen und freuen sich. Kurz bevor es anfängt, seht ihr hier nochmal die grundlegende Steuerung. Die hat sich, wie gesagt, zu den Vorgängertiteln nicht sonderlich verändert. Was halt neu dazugekommen ist, ist dieser Spielvorteilmeter, den man halt erhöhen kann durch harte Checks, krachende Schüsse, wichtige Tore und Glanzparaden, wie ihr das da unten lesen könnt gerade. Und damit habt ihr dann halt so generell eine höhere Kondition, bessere Grundeinstellung und so weiter. Wenn er jetzt mal zu Ende geladen hat, dann fängt das Spiel auch direkt an. Und da seht ihr dann diese Intro-Sequenz, die schon wirklich klasse aussieht. Ihr müsst wirklich nur mal auch drauf achten, auf die Helme, da spiegelt sich alles. Die Leute bewegen sich alle einzeln. Also da hat man wirklich das Gefühl, dass man jetzt einer Eishockeymannschaft zuguckt, wie die aufs Eis rennen. Teilweise wirkt es auch ein bisschen übertrieben, wenn er zum Beispiel jetzt mal aufs Eis guckt. So perfekt sieht, glaube ich, kein Eis aus. Aber das ist im Spiel dann ein bisschen anders da. So, jetzt fängt an, wie immer beim Eishockey, mit einem Bulli. Und ich bin halt die Weißen. Und werde jetzt mal versuchen, hier ein Türchen zu schießen. So. Passen tut ihr mit der X-Taste. Und dann schießen. Ich habe es jetzt noch nicht so ganz geschafft, wirklich sinnvoll zu schießen. Also ich hau halt meistens auf Tor und ab und zu geht er dann rein und ab und zu nicht. Aber bis jetzt bin ich damit immer ganz gut gefahren. Ich habe halt, wie gesagt, noch nicht sonderlich viel Zeit gehabt, das Spiel anzutesten. Aber wenn selbst der Florian Stangl eben von der gesagt hat, dass das richtig klasse aussieht und das auch mit der PC-Version zwar nicht konkurrieren kann, aber nicht völlig abstinkt, ist das schon nicht ganz schlecht. Ich würde euch ja gerne nochmal ein Tor zeigen, aber im Moment bin ich ja nicht am Schuss. So. Generell kann man halt feststellen, dass das Spiel sich zu den Vorgängertiteln schon langsamer geworden ist. Jetzt können manche von euch finden das vielleicht einen Nachteil, weil die wollen halt fröhlich übers Eis heizen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es echt langsamer geworden ist, ist es auch übersichtlicher geworden. Und man kann halt ein bisschen mehr Wert auf, ja, so auf Strategien und auf irgendwelche taktischen Züge oder sowas legen. Und das bekommt dem Spiel eigentlich schon ganz gut. Und trotzdem bleibt es halt immer noch ein extrem rasantes Eishockeyspiel, wie ihr hier auch am Rumheizen seht. So, leider habe ich kein Tor mehr geschossen, aber man kriegt halt nicht immer das, was man will. Das soll es heute Abend mit der PlayStation 2 gewesen sein. Gleich in meinem nächsten Take werde ich mit dem Fabian Döller eine Runde ISS spielen. Und bis dahin bleibt einfach dran oder schreibt mir eine Mail an michael@giga4u. Ja, täuscht es. Ja, nee. Aber wenn du, ich habe das echt nicht eingefangen, weil wenn du... Kann ich schon mal nach vorne setzen? Ach so, nicht mehr so lange, ja. Jetzt.